Kapitel 88. Ein letzter Gefallen. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption, hier direkt in der Schießerei gegen Dutch, seine Bande. Ja, Dutch Vanderland, wir sind ihm endlich auf den Fersen. Den hat sich mit den Indianern verbündet, das wissen wir jetzt schon seit einiger Zeit, aber wie viele Indianer von beiden Seiten was ab. Wie viele Indianer das hier sind, ist ja unglaublich eigentlich. Ich dachte, es gäbe gar nicht mehr so viele zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Habe ich mich wohl getäuscht. Also jetzt weiß ich, warum es nicht mehr so viele gab. Ja, wegen Dutch Vanderlinde, der sich mit denen verbündet hat auch. Den kriegen wir. Nachdem der weiße Mann ihnen alles genommen hat. So, erledigt. Ich meine, man kann ja die Gangster hier auch oft verstehen. Und es sind Zeiten, in denen das Gesetz ja langsam Einzug in den Wilden Westen erhält. Allerdings nutzt das Gesetz auch wieder böse Methoden, unartige Methoden, wie zum Beispiel John Marston zu zwingen, den Job für sie zu erledigen. Richtig, was heutzutage natürlich gesetzeswidrig wäre, aber damals waren es halt andere Zeiten und die Gesetze mussten sich erstmal entwickeln, die mussten sich erstmal etablieren und dafür mussten Menschen sterben. Hey, du lebst noch? Alter! Der Executioner trifft die Bundesagenten an der Hütte. Hütte ist vor allem schön. Where's Dutch Marston? He got away. Scared to shoot him? Too much to handle? When the opportunity presents itself, I'll put a bullet in him, don't you worry. Won't like myself for doing it, but I'll do it. Ah, good man, good man. You know, at the end of this, you'll probably get a medal. I know I shall. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn viel mehr. Nein, ich hasse ihn viel mehr. Ich hasse ihn am allermeisten. Spiegel. Ruhm plus 150, Gummimauer. Ich hasse ihn am allermeisten. Nee, aber ich hasse ihn noch viel, viel immer mehr. Immer zweimal mehr wie du. Immer doppelt dreimal mehr nein, wie du. Nein, voll unendlich wie das Universum. Ich mache immer mehr als unendlich. Nein, nein, doppelt unendlich, doppelt unendlich. Mega-Universum. Ich mache den, hasse du hast den voll das mehr. Kleine Universum. Mein Universum ist ein Multiversum. Oh mein Gott. Komm, du lebst doch nur in einer Galaxie, Junge. Ich bin mein eigenes Sonnensystem. Oh, das sieht da so einer Frau aus. Ich kreise um mich Indianer selbst. Auch. Scheinbar irgendwie so. Die haben ja nicht so viel Asche dabei, scheinbar. Lohnt sich nicht so. Ja, die Indianer hatten noch keine Kohle. Die Casinos waren noch gar nicht da, ne? Stimmt. Die haben ja dann irgendwann die Legalisierung für die Casinos bekommen. Ja, und dann, Sieben Döllerchen. Naja, das ist jetzt nicht hey, so. Hey, Indianer, cool. Ihr seid voll Kommerz geworden. So, ich guck mal gerade auf die Karte. Ja, da sehe ich ein Fragezeichen übrigens. Ja, da könnte man eigentlich die geschädigte Frau. Das könnte man eigentlich mal erledigen für zwischendurch. Geschädigte Frauen sind ja so dein Steckenpferd, da können wir mal hingucken. Ach du. Alter Scharlatan. Du erinnerst mich irgendwie total an Dutch Vanderland. Ja? Hm? Weil ich mich mit Indianern verbünde? Genau, da hast du ja so oft auch im Echten mit Ureinwohnern. Das stimmt. Der Grung probiert hier schon immer, die Germanen zu überzeugen. Du erinnerst mich immer so ein bisschen an diesen Doktor. Immer auf Koks. Klar. Sonst habe ich ja nichts zu tun. Boah, mir ist warm gerade. Hier ist verdammt Alter, warm gerade. Es ist unnormal warm hier drin. Und heute ist auch wieder so ein unglaublich schwüler, naja, Sommertag will ich nicht sagen. Es ist ja eigentlich Sommer. Aber es ist einfach nur heiß und wolkig. Ja, von der Hitze her ist es schon sommerlich, aber von der Temperatur sehr, sehr unschön sommerlich. Ja, einfach nur schwül. Und hier drin, boah, ich öle ein wenig. Öle. Ja, aber es passt ja zur Western-Atmosphäre. Und durch solche Steppen sind wir ja auch durchgezogen bei unserem Roadtrip, ne? Boah, es sah aber wirklich aus, als wir durch die Wüste gefahren sind beim Roadtrip. Sah es wirklich aus wie bei Red Dead Redemption, muss man mal sagen. Super ähnlich. Also haben wir bestimmt auch schon gesagt. Nur war die Wüste leerer als die in Red Dead Redemption. Ja, hier ist natürlich, das ist natürlich so eine hochbevölkerte Wüste, wo an jeder Ecke irgendwas passiert. Und jederzeit kommt irgendwer bei dir vorbei und einer reitet dir entgegen und dann noch, hier, ich brauche Hilfe und ich brauche da vorne was 5 Meter weiter. Wäre aber eigentlich auch geil, wenn man die Wüste wirklich trostlos gelassen hätte. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Weißt du, dass du wirklich dann Ewigkeiten durch musst bis in die nächste Stadt? Kann aber sein, dass das vielleicht nicht casual genug wäre. Wäre natürlich nicht Mainstream genug, keine Frage. Und die achten ja schon sehr auf Verkaufszahlen, auch die Jungs von Rockstar. Ja, na klar. Weil das trotzdem hätte es was natürlich da tagelang drum zu irren. Ja, so eine Riesenwüste, ne? Das wäre echt geil gewesen. Da vorne ist der Agent. Ich hoffe, wir können jetzt überall vorbeischauen oder wir müssen vielleicht erst schlafen, weil wir wieder viel zu früh oder zu spät oder was auch immer sind, was auch ein bisschen nervig ist, muss ich sagen. Ja.
Aber wenn man immer auf Achse ist, kommt man auch mal um 6 Uhr morgens rein. Ja, 7 AM. Wie viel haben wir? 4. Dann legen wir uns erstmal pennen eine Runde, würde ich sagen. Das ist eine gute Idee. Hat sich der John eh verdient. Unser guter John Marston. John Marstone. Jonathan. Jonathan? Der gute Jonathan. Oh. Sind wir hier richtig? Ja, da vorne müsste der Saloon sein und da müssten wir eigentlich eine Behausung haben. Vor allem, da ist ja ein Lodging-Hotel. Wieso kann man nicht einfach da pennen? Verstehe ich auch nicht. Wo ist denn der Saloon nochmal? Nee, der ist doch da vorne, oben ist der. Ich habe mich an dem Block vertan. Ah. Mein Block, dein Block. Guck mal, das Schild habe ich gerade mitgenommen. Boah, du bist so hardcore. Block. Du bist so hardcore. Könnt natürlich auch eine Runde pokern, aber... Oh, Ray Charles am Klavier. Das haben wir ja schon öfter gezeigt. Ach, ist er wieder da? Er hat keine Sonnenbrille auf. Wann wurde eigentlich die erste Sonnenbrille erfunden? Das würde mich auch mal interessieren. Und von wem? Die gibt's aber schon länger. Also die gab es, glaube ich, auch schon zu dieser Zeit hier, eine Sonnenbrille, die ersten. Würde mich ehrlich gesagt auch gar nicht wundern. Hier, komm, da kannst du dich auch einfach hinhauen, oder? Genau, wir können einmal kurz noch hier den Behälter öffnen und unsere Munition aufladen. Und dann legen wir uns einfach mal schön in die Pofe. Schlummern ein Ründchen. Eine gute Idee. Boah, gähnen ist voll ansteckend, ne? Wenn einer so gähnt, dann muss man automatisch immer mitgähnen. Kennst du das? Nee, überhaupt nicht. Nee, noch nicht? Das Phänomen? Doch, na klar. Aber du gähnst da gar nicht mit. Ich hab grad gegähnt, du hast gar nicht mitgegähnt. Doch, ich musste, aber ich hab es unterdrückt. Du bist ein alter Unterdrücker, weißt du das? Gähnen ist voll im Trend, ne? Gähnen macht süchtig. Ja, Gähnen ist auf jeden Fall auch ein Trendsport. Seid ihr auch Gähn-Fans? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Es gibt ja auch Extrem-Gähning. Extrem-Gähning. Weight-Gähning. Alleine auf die Straße Gähning. Ach, hier neue Zeitung, Gähnen. Der Dieb hat mein Pferd geklaut. Ja, komm, ich komme da mal schon 10.000 Mal. Jetzt ist auch die Zeitung hier egal. Wir gehen jetzt wieder voll in die Action. Sonst genau, zieht sich das genau, immer genau. So lange. Richtig. Bis wir da wieder irgendwas erreichen und hier die Stadt haben wir uns ja auch schon angeguckt. Der hat mein Pferd geklaut, der hat meine Frau entführt, der hat mich geschubst, der hat mich gehauen, der hat Geld geklaut, der hat Kram geklaut. 1000 Mal. Ja, der Pferdedieb ist entkommen, oh mein Gott. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Oh, die Wahrheit. Schöne Wumme. What do you want, Marston? My family. I've done what you asked. No, you haven't. This is the land of opportunity, and I gave you the opportunity to save your family, and you failed. How could I possibly reward you? Marston, you're a public menace. We should have had you killed. I wish you had. But since you didn't, where's my family? Oh, spare me the noble savage falling a sore tripe, will you, old boy? It's nauseating. You don't wish to be dead. You're an insignificant creature, desperately clinging on to life like the rest of the scum in this town. Yeah, I know, it's tough. You like Dutch. He's a charming fellow. He makes sense. He's like one of those nature writers from back east, only he takes things a tiny little step too far. Rather than just loving the flowers and the animals and the harmony between man and beast, he shoots people in the head for money and disagreeing with them. He's a goddamn killer. Now, I'm not a great intellect, but the metaphysical leap from admiring the flower to shooting a man in the head because he doesn't like the flower is a leap too far. So, I know it's easy. You see, me and Archer, we're the bad guys. We enforce the rules. Now, while the rules may not be perfect, they're really not so bad. Exactly. What's the alternative? I'll tell you what the alternative is. It's not complicated. It's about one man and his gun versus another man. Sure, civilization may be dull, but the alternative, Mr. Marston, is hell. And the way you enforce this civilization, this freedom for men to
like or not like flowers or whatever in God's name you were just talking about. Is to kidnap a man's wife and son? Well, I know there's contradictions. I'm not going to lie to you. Yeah, as I said, I'm not a great intellect. Now, after the debacle with the army and the bank, we have to put Mr. Vanderlyn to rest ourselves. Will you help us? Do I have any choice? Now that you mention it, no. Then what was that pretty speech in aid of? Don't rightly know, but it sure felt good saying it. Shall we, Mr. Marston? Let's go. Ich hasse den. Aber ich hasse ihn noch viel mehr. Ich hasse ihn am allermeisten. Na gut. Aber nette Karre. Mit kleinen Extras, wie es aussieht. Das ist ja mal ein richtiger LKW. Fast sogar, ne? Na, da bin ich mal gespannt. Fährt wahrscheinlich 20 oder so. Brrr. Let's see if we can put this to rest once and for all, shall we? Okay, wir riskieren mal wieder unser Leben und springen jetzt einfach mal zum Zielort, würde ich sagen, oder? Komm, pam. Guck mal, die Schaulustigen überall. Mit der MG auf dem LKW räumen wir jetzt mal richtig auf. Ich glaube, wir können uns hier ein bisschen feiern lassen oder so, wa? Das Lager der US Army. What's the word, Captain? We spotted one of Dutch's men about an hour ago. I think he took the bait. Let's get in position then. Have your men ready to run them down if you have to. Den Köder geschluckt hört sich da schon wieder so ein bisschen grenzwertig an, weil der Dutch van der Linde. Are you ready to finish this, Mr. Marston? I guess so. Der ist ja kein Idiot, wie wir wissen. Das wissen wir allerdings. Und vielleicht stellt er uns selber eine Falle. Richtig. Und wer kommt danach? Fingers on the triggers, boys. Hör ich ein Flugzeug? Hört sich irgendwie so an, ne? Vielleicht ist es der Motor, der rührt. Und wo bleibt Dutch? Targets on the horizon. Fire at will. Boah. Voll drauf. Ich glaube, der ist super. Come and get me. Ja, mit dem Gamepad zu zielen ist nicht ganz so einfach. Nee, ist eine Katastrophe, meistens sogar. Aber ich krieg die trotzdem, die Burschen. Hier kann ich übrigens nicht in die Bullet Time gehen. Was ganz gut ist, die damaligen MGs, die überhitzten noch nicht. Und wie immer versemmelt der Dutch erstmal die Indianer als Kanonenfutter. Ja, das macht ihn nicht gerade sympathischer, ne? Genau wie dieser Kopfschuss da, der hat ihn auch nicht gerade sympathisch gemacht. Die Bauern werden zuerst geopfert, so ist es doch immer. Ja, wie beim Schach halt. So, weiter geht's, komm. Voll drauf hier. Boah, der ist da richtig, wollte stehen bleiben und rennt da voll in den Kugelhagel. Boah, kommen immer mehr aus ihren Löchern gekrochen. Wo sind die alle her, die Burschen? So, ich schieße einfach auf Pferd und Reiter und was auch immer. Aber nett, dass du an die MG darfst, ne? Ja, das ist doch eigentlich ganz freundlich. An das MG, Entschuldigung. Bevor wir uns da hier verheizen sollen. Ja, dann sagt man die wegen Machine Gun, ne? Zum Glück überhitzt das nicht, also ich kann es immer wieder nur betonen. Aber ich Frage, muss aufpassen, die wollen wir hier mit Molotow-Cocktails, so granatenähnlichen Dingern hier. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum laufen die Indianer immer weiter runter, einfach wie die besenkt, wenn die eh wissen, dass sie hier krepieren. Ja, vor allem ist es einfach nur total hirnlos. Ja, eben. So, hinterher. Einfach nochmal weiter drauf. Wir haben unendlich Munition hier, also wir können hier richtig drauf zölzen. Ah, voll schön. Da vorne noch. So, einer lugt da noch hinterm Stein hervor. Nicht mehr lange. Lugte. Ach du Scheiße. Can't you hold this thing steady for them? I'm trying my best, sir. Get those men behind the rock. Falle. Massaker. Take them down. Scheiße, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Mollys da rennen. Und damit meine ich nicht die dicke Nutte da vorne. Der hat seine eigene Medizin gekostet und jetzt hier einfach. Oh. Warum fahren die jetzt immer weiter hier durch, die Idioten? Warum fahren die nicht um, Alter? Vor allem, warum treffe ich den nicht? Einfach weiter.
Keine Möglichkeit. Komm. Und hier vorne kommen direkt die Nächsten. Rechts ist, wir überleben, warte, rechts ist noch ein Mollywerfer. Rechts ist noch ein Mollywerfer. Alter, ich komm gerade richtige Probleme. Scheiße. Alter, die fahren hier einfach mitten durchs Kriegsgebiet. Wie dumm ist denn das? Ey. Das sind die dämlichsten Idioten, die ich jemals gesehen habe. Ja. Das aber ist so, wirklich, als ob da ein Krieg ist und du läufst zu Fuß einfach aufs Schlachtfeld mitten durch. Und dann ist die Steuerung eine Katastrophe. Obendrauf noch. Ja, jetzt haben wir die Wahrheit erkannt. Die Steuerung ist eine Katastrophe. Die Typen sind eine Katastrophe. Ist alles eine Katastrophe. Und ob wir das überleben? Ja, das sehen wir in der nächsten Folge, liebe Freunde. Bis dahin. Tschüss.